For us, this occasion of the commemoration of the last border patrol of the 11th ACR here at Point Alpha always is a very special occasion. This has to do with the fact that on this day, a large period of American commitment in Germany, in a specific place here, and the Fulda Gap, in the famous Fulda Gap, came to an end after nearly more than a decade. For us, it's a great chance, and therefore we are very glad that also young people participate in this event. For us, it's a great chance to say a thank you, to express our thanks to the American people for their lasting commitment in a period of Cold War, in a period of division of Germany. You stayed here at Freedom's Frontier, as it used to be called, and took care of us in a certain way, and for that I express on behalf of the Point Alpha Foundation and on behalf of all our colleagues and, of course, if you want to say so also, a little bit on behalf of the German people, our gratitude to you. So thanks for that again, and be sure that this will be forgotten. Es gab anfangs, das war 1960 und folgende Jahre, eine relativ entspannte Situation zwischen den beiden deutschen Staaten entlang dieser Grenzlinie. Man konnte sich noch über einen ersten Zaun hinweg unterhalten. Wir haben Zigaretten ausgetauscht und haben auch banale Dinge gesprochen. Es war keine hochstehende Konversation. Die Situation hatte sich erheblich geändert, nachdem in Berlin die Mauer errichtet wurde und sich die DDR gegenüber dem Westen radikal abgeschottet hat durch Ausbau der Sperranlagensysteme. Wir waren dann 100 bis 150 Meter voneinander entfernt, und es war ja gar nicht mehr möglich, in ein Gespräch miteinander zu kommen. Die Entfernung war zu groß und die ideologische Überhöhung konnte man dann an der Grenzlinie mit Händen greifen. Es ist vor allen Dingen für die nachwachsenden Generationen, und sie gehören ja dazu, ein völlig unverständlicher Vorgang, dass Menschen, die von einem Deutschland ins andere Deutschland wollen, Gefahr liefen, getötet oder schwer verletzt zu werden. Die Bundesrepublik entstand ja 1949 als ein freiheitlich-demokratischer Staat, vor allen Dingen auf freiheitlich-demokratischer Grundlage. Damit war die DDR-verfasste Gesellschaft gar nicht vergleichbar, und man unterschied sich. Das war wie Feuer und Wasser. Und so durfte es auch nicht verwundern, dass sich beide Gesellschaften völlig unterschiedlich entwickelten und dass diese innerdeutsche Grenze schließlich zu einer Systemgrenze geworden ist, zu einer Grenze, an der sich die Geister geschieden haben. Entlang der innerdeutschen Grenze gab es eine Reihe schwerer und schwerster Grenzzwischenfälle, die auch mit dem Tod enden konnte und nicht ohne Begründung. Und nicht ohne Grund haben wir im Außenbereich ein Mahnmal für die Opfer dieser innerdeutschen Grenze, die es ja auf beiden Seiten gegeben hat.